Die EU will die Währungsunion stützen, koste es, was es wolle. 500 Milliarden Euro stellt Brüssel bereit. Dazu kommen noch einmal 250 Milliarden vom Internationalen Währungsfonds. Und außerdem heißt es, die Europäische Zentralbank wolle direkt Anleihen hochverschuldeter Staaten ankaufen. Fondsmanager Dietmar Zanke, Geschäftsführer von Zanke Asset Management. Tja, war das jetzt dieser Befreiungsschlag, auf den die Märkte so lange gewartet haben? Also ich denke, wenn man sich die Märkte anschaut, dann war es sicherlich ein Befreiungsschlag. Die Aktienmärkte horsieren, der Stoxx 50 9% im Plus, der DAX 5% im Plus und auch der Euro erholt sich, aber nur leicht. Und die Frage ist, wie lange hält dieser Befreiungsschlag an? Wir haben in den letzten Wochen und Monaten doch schon einige Befreiungsschläge gesehen, wenn auch nicht so fulminant, wie wir das jetzt am Wochenende gehört haben. Dieses Rettungspaket muss auch erstmal durch alle Gremien der Länder durchkommen. Und wie wir wissen, muss es auch durch den Bundesrat. Und da haben sich die Mehrheiten gestern doch verschoben. Also auch hier kann es durchaus wieder zu Verzögerungen kommen. Und dann wollen wir schauen, wie die Märkte auch nachhaltig darauf reagieren. Sie haben von Anfang an Griechenland-Anleihen zur Depotbeimischung durchaus empfohlen. Erst sind sie abgestürzt. Heute dann ein fulminantes Comeback mit 25% Kurs plus, so im Schnitt. Wie bewerten Sie diese Anleihenstand heute? Also wir haben immer daran geglaubt, dass ein Rettungspaket kommen wird. Es kam auch erst das Rettungspaket für Griechenland, das hat immer noch nicht geholfen. Wir sind trotzdem überrascht über die Größenordnung des jetzigen Pakets. Die Kurse sind kräftig gestiegen jetzt. Wir haben hier Kursgewinne von 20-25%. Wer also den Mut hatte, in die tiefen Kurse hineinzugehen, der kann auch durchaus mal jetzt hier Gewinne mitnehmen. Auch Unternehmensanleihen standen im Fokus in den vergangenen Tagen, haben kräftig Federn gelassen. 200-300 Basispunkte für stabile Unternehmen. Wie bewerten Sie den Stand der Dinge dort? Das ist richtig. Gerade in den letzten Tagen sind die Spreads nochmal kräftig rausgelaufen. Insbesondere beim iTraX Europe, dem synthetischen Index, sind die Spreads deutlich nach oben gegangen mit 50 Basispunkten. Aber auch hier sehen wir jetzt hier eine deutliche Erholung. Und man muss trotzdem sagen, während der Krise waren Unternehmensanleihen eigentlich der Fels in der Brandung. Und wir hoffen, dass es so bleibt für die vielen Unternehmensanleihenanleger, die hier auch an der Börse Stuttgart ihre Anleihen gekauft haben. Wir sind noch mittendrin, Herr Zanke, in diesem Börsenstrudel. Versuchen wir uns mal ein bisschen zu befreien von dem Hier und Jetzt langfristig gesehen. Was glauben Sie, welche Folgen haben diese aktuellen Vorkommnisse für Euro und Anleihen? Also ich denke, dass wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen einen sehr volatilen Markt sehen werden. Das war jetzt nicht der Befreiungsschlag für den Euro und das sehen wir heute auch. Er ist wirklich nur leicht gestiegen, steht im Moment bei 1,29. Ich glaube auch, dass die Zinsen weiterhin volatil bleiben werden. Wie ich schon erwähnt habe, muss man sehen, wie das Rettungspaket jetzt wirklich von den Einzelländern angenommen wird, wie es wirklich ausgestaltet wird, wie lange es dauern wird. Also der Euro wird weiterhin volatil bleiben, glaube ich. Immer wenn Dietmar Zanke hier am Mikrofon ist, gibt es einen Paukenschlag an den Märkten. Ich bin gespannt, was Sie nächste Mal mitgebracht haben. Ganz herzlichen Dank aber für heute. Danke.